Yes! Du fragst dich vielleicht, wieso ich hier humble reinlaufe und mich trotzdem so freue. Das ist ein ganz einfacher Grund. Und zwar habe ich heute meinen längsten Run ever hinter mir gebracht. Innen humble, weil ich einfach jetzt ein bisschen Schmerzen habe. Und ich hoffe, dass es demnächst wieder besser wird. Dublin ist jetzt doch schon 6 Wochen her und in der Zwischenzeit ist das eine oder andere noch passiert. Das kann gerade auch noch gehen, besser für meinen Rücken. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit Punkt 1 an. Und zwar habe ich mich entschieden, dass ich am einen oder anderen Wettbewerb noch teilnehmen möchte. Einfach aus dem Grund, weil ich das Gefühl habe, dass mir das die Nervosität ein bisschen nimmt und ich ein bisschen entspannter am 22. April 2018 am Zürich-Marathon teilnehmen kann. Ich bin am Glarner Stadtlauf das erste Mal mit meinem Gottemeister gerannt. Bam! Okay. Das war die Gewinnernummer, 630. Durch den Jogging immer so viel und Rabock Tenzin. Wie alle anderen Kinder, die auch teilgenommen haben, haben wir auch gewonnen. Das war eine Strecke von irgendwie 800 Metern, wenn wir nicht täuschen. Und am Abend davor hatten wir ein paar Weinflaschen und Nima und ich haben uns dann entschieden, dass wir am Stadtlauf, am eigentlichen Stadtlauf auch teilnehmen. Wir haben uns am Morgen dort gerade noch einschreiben und haben dann einfach die Nummer bekommen. Ich bin es 31,44. Das war eine Strecke von 7,7 km. Wir mussten 5-mal eine Runde machen um Glarus. Der Nima, weil er schon Ü30 ist, hoffe ich darf das sagen, Nima, ist in seiner Alterskategorie schlussendlich 19. geworden. Und ich als junger Ü20er bin 23. geworden, also immer noch in der Top 25. Wir sind total, glaube ich, den ganzen Tag sind dort irgendwie 1600 Leute, die an dem ganzen Event teilgenommen haben. Ja, super Erfahrung gewesen. Wir hatten am Anfang so ein mulmiges Gefühl, weil relativ viele Leute umeinander waren und wir uns eben die Atmosphäre nicht gewöhnt sind. Aber das war eigentlich genau der Sinn der Sache für mich zumindest. Ich habe mich an das Gefühl gewöhnen und wenn der Startschuss gefallen ist, haben wir das alles vergessen und sind nur noch gerannt. Die Leute, die am Strassenrand angeführt haben, haben einen sehr motiviert. Ja, und schlussendlich haben wir es auch geschafft. Wir waren zufrieden. Wir hatten dann noch ein feines Bier und ein Servolo. Und das war es von diesem Tag eigentlich. Super Erfahrung war. Jeder, der dort schon mal mitgemacht hat, weiß das sicher auch. Jeder, der noch nicht mitgemacht hat und mit dem Gedanken spielt oder gerne läuft, ist sehr empfehlenswert. Ich schaue jetzt mal nachschauen, was so die nächsten Events sind, wo ich eventuell teilnehmen möchte. Einen habe ich schon im Kopf, beziehungsweise habe ich sogar schon angemeldet. Das wäre jetzt schon der nächste Punkt. Ich nehme am Silvesterlauf in Zürich teil. Dort laufe ich mit Claudia und Mario für das Team Fuchs Immobilien. Ich hoffe, das sind 10 Kilometer, glaube ich, plus minus. Ich hoffe, dass wir das in dieser eisigen Kälte einigermaßen meistern werden, vor allem gesund ins Ziel kommen und auch die nächsten Tage dann nicht krank werden. Der dritte Punkt, letzte Woche war das, glaube ich, genau, bin ich ein bisschen Übertraining, glaube ich. Ich hatte relativ lange, schwere Beine. Ich hatte dort, glaube ich, zu viel von Anfang an weg. Und habe dann nur zweimal, glaube ich, in dieser Woche trainiert. Ich bin gelaufen, zweimal in der Woche. Nachdem es mir etwas besser gegangen ist, habe ich gedacht, okay, cool, jetzt kann ich wieder anfangen lernen. Hat es mich gerade nochmal gewünscht. Und zwar bin ich dann aber krank geworden. Und erst seit gestern wieder anfangen zu trainieren. Gestern hatte ich wirklich einen easy Lauf von irgendwie 7 km. Und wirklich sehr gemütlich gerannt. Heute Morgen aufgestanden und gedacht, hey, kannst du mal wieder einen Long Run machen, weil das letzte Mal ist jetzt 2 Wochen her. Das Ziel war 25 km in egal wie langer Zeit zu schaffen. Also ich habe wirklich gesagt, ich will eher langsam laufen, nicht dass ich da wieder meinen Körper zu stark beanspruche. Dort habe ich 25 km geschafft, das heisst, es ist eigentlich einmal eine Halbmarathonstrecke plus 4 Kilometer, die ich geschafft habe. Es ist aber nicht meine erste Halbmarathonstrecke, sondern meine dritte, die ich jetzt in dieser ganzen Lauftrainingskarriere jetzt geschafft habe. Es war sehr ein harter Kampf beim ersten Mal. 2 Wochen später habe ich nochmal eine Halbmarathonstrecke geschafft. Das heisst, 3-mal habe ich jetzt schon eine Halbmarathonstrecke geschafft. Es ist ein super Gefühl im Kopf. Der Körper ist noch nicht so einverstanden mit dieser Trainingsmethode. Ich werde mich jetzt langsam auf das vorbereiten und ich hoffe, dass ich ab nächster Woche ein reguläres Training wieder in Angriff nehmen kann. Es ist wie beim Krafttraining. Der eine sagt, das ist gut, der andere sagt, das ist gut. Ich glaube, ich muss für mich dort einfach herausfinden, was meinen Körper zu. Ich habe jetzt aktuell noch 154 Tage Zeit bis zum Marathon.
Das heisst, es wird viel Lauftraining. Je nach Lust und Laune schaue ich dann auch wegen dem Essen. Aber ich esse eigentlich zu gern, um auf radikal auf irgendetwas zu verzichten. Es ist verlockend, dass man sagt, okay, jetzt gehe ich heim und frisst, was gerade rum ist. Aber es war eigentlich genau nicht so gewesen, sondern ich bin heimgekommen und habe schon gewusst, okay, ich gehe jetzt noch schnell einkaufen. Avocado, ein bisschen Brot und ein Ei mit Speck habe ich noch ein bisschen dazu gehabt. Und das war es eigentlich gewesen. Also ich habe nicht voll übertrieben. Das letzte Mal, als ich gewogen habe, etwa 77,3 Kilo gewesen. Das ist ziemlich genau. Mein Ziel ist, dort noch ein bisschen runterzukommen. 70 wäre ganz geil, wenn ich das bis zum 22. April erreichen würde. Aber weil ich eben auf das Essen nicht so extrem, oder weil ich zu gerne esse und nicht so brutal extrem auf alles möchte verzichten, denke ich, wird das eigentlich einer der schwierigsten Ziele werden. Ich werde versuchen, trotzdem alles Mögliche noch zu essen, was ich Lust habe. Aber einfach vielleicht in kleineren Mengen, damit das mir dann zusätzlich noch hilft, mein Ziel zu erreichen. Ja, das wäre es eigentlich schon gewesen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Was ich vergessen habe zu sagen, Nima, danke vielmals fürs Mitlaufen am Stadtlauf. Du hast ja bald Geburtstag und ich habe gedacht, ich würde dir ein frühzeitiges Geburtstagsgeschenk machen und habe dich am Silvesterlauf angemeldet. Ich hoffe, du bist dabei. Ich hoffe, du trainierst weiterhin fleissig und wir sehen dich spätestens dann.